We're on. We can hear you. You can start. Wir hören euch, lasst uns anfangen. Liebe Freundinnen, wir sind so aufgeregt, hier mit euch zu sein, um gemeinsam die Wichtigkeit zu erheben. So sehr, dass wir ein paar unserer Freunde gebeten haben, mit uns zu sein. Unser Verlangen ist es, integriert zu sein, eine in der anderen und gemeinsam so den Schöpfer zu sehen. Wir sind aufgeregt, unsere Verbindung wachsen zu sehen und so die Weisheit der Kabbalah weiterzubringen und uns gemeinsam weiter zu vertiefen in die Texte von Baal HaSulam und Rabash. Lasst uns nun beginnen. Can one be brought to acquire a new quality that he must bestow, and that reception for self is faulty? This is against nature. Thus, there is. Dies ist against die Natur, denn dadurch geht es um einen Ratschlag. Es sind verschiedene Einzelteile, die zusammenkommen in einem gemeinsamen Verlangen, und dadurch, wenn sie die richtige den Wunsch haben und ein Verlangen haben nach dem Geben, dann werden sie es schaffen, dass diese Individuen aus sich herausgehen. Denn jeder Einzelne hat ein Potenzial, den Schöpfer zu erreichen. Aber sie können dies nicht in Wirklichkeit machen, außer indem sie sich der Gesellschaft anschließen und so zu einem Körper werden. Rabash, die Liebe zu den Freunden. We'll have 9 minutes for this workshop. How can we annul ourselves towards the daily? Wir haben 9 Minuten für den Workshop. Die Workshop-Frage ist, wie können wir uns annullieren in Richtung der Gruppe auf einer täglichen Basis dauernd? Delante, Ángeles. Dele, amigos. Esa fue la pregunta del taller, ¿cómo podemos anularnos ante el grupo cada día? Die Frage ist, wie können wir uns annullieren vor der Gruppe jeden Tag? Ja. Man soll meinen Wunsch, sich zu empfangen, annullieren. Um eine größere Wichtigkeit des Zieles zu haben. Unsere Freundinnen sind jeden Tag größer in meinen Augen. Und durch diese Annullierung können die Freundinnen zur Größe des Schöpfers gelangen. Und diese Annullierung wird uns helfen, wie der Schöpfer zu sein. Wie dieses etwas, was uns springt näher heran zu den Freundinnen. Und diese Annullierung, das hilft uns, aus uns herauszutreten und aus der Selbstliebe zu kommen. Und auf diese Art und Weise kommen wir über den Verstand, mit Hilfe der Freunde das Ziel zu erreichen. Nächster Freund. Muy interno, muy de mucho trabajo personal, en el cual yo debo aprender a ver a mi amiga como grande. Y que sé que es. Es ist viel innere Arbeit, innere Anstrengung. Und ich lerne, die Freunde groß zu sehen. Y ayudar a mis amigas también. Welches das Empfangsgefäß ist, das mir hilft, den Schöpfer zu enthüllen. Und den Freunden und mir hilft das, uns auf dem Weg zu entwickeln. Sí, porque
que solo a través de la anulación ante el grupo, ante ja, dann nur durch die Annullierung in der Gruppe mit meinen Freundinnen. Nur so können wir diese Dvikut am Schöpfer erreichen. Pero que precisamente es a través de este esfuerzo y este trabajo como nos vamos a acercar al Creador. Obwohl diese Annullierung gegen unsere Natur geht, aber unsere Anstrengung, durch unsere Anstrengung nähern wir uns an den Schöpfer an und er wird uns helfen, uns zu annullieren, um zur Liebe zu den Freundinnen zu gelangen. Ja. Natur ist eine Art und Weise, in der Gruppe zu existieren, einander zu sehen, und diese Annullierung ist ein Muss. Es ist notwendig, um uns selbst zu verlassen. Nächster Freund. Monse, tu micro. Sí, disculpas. Sí, es esa serie. Muss dein Mikrofon aufmachen. Ja. Anhand der Natur müssen wir erreichen diese Annullierung. Wir dürfen nicht warten. Die Natur selbst pusht uns in diese Richtung, weiterzumachen. Nur so. Ja, und in diesen Schritten, in dieser Serie von verschiedenen Handlungen, von der eigenen Annullierung, nur dadurch sehen wir die Möglichkeit, die Freunde groß zu sehen und die einzige Möglichkeit, uns mit ihnen zu verbinden. Und dann den Schöpfer zu sehen, der sich darin verbirgt. Es una oportunidad también de seguir creciendo, de seguir aprendiendo de ellas. Zu sehen, dass wenn ich mich annulliere vor den Freunden, dass es eine Möglichkeit ist, von ihnen zu lernen, weil jeder meiner Freunde hat viele Qualitäten, die der Schöpfer ihm gegeben hat, um diese Arbeit zu machen. Und ich annulliere mich, um ihnen zu helfen und vorwärts zu schreiten. Los, die Nächste. Ich bin schon wieder hier, ich bin zurückgekommen, okay? Ich möchte hinzufügen. Man hört sie nicht. Ich glaube, dass die Annullierung kann uns helfen, die Freundinnen wirklich zu sehen und sich mit ihnen zu integrieren. Wir haben sie jetzt verloren, leider. ¿Ya me escuchan, amigas? ¿Me escuchan? ¿Hört man mich? ¿Hört man mich? Sí, Patti, te escuchamos. Ja, wir hören dich. Ángeles, porque estamos en el grupo de enfoque. Espero funcione, amigas. Wir sind in der Fokusgruppe. Ich hoffe, dass jetzt funktioniert, weil wir haben sie im Delay. Entonces, juntas podemos alcanzar y lograr. Wenn ich mich annulliere, dann können wir gemeinsam alles erreichen und erlangen, was in unserem Ziel ist. Die Annullierung ist eine der größten Werkzeuge, die wir haben. Und alles hängt von unserer Anstrengung ab. Und das bringt uns zu diesem Gefühl, dass wir uns verbinden zu großen Freundinnen, dann sehen wir das Ziel. Nächste. In dieser Arbeit
in dieser Anstrengung, die wir machen, uns zu annullieren, sehen wir, dass wir nichts Wichtiges auslöschen. So, wir annullieren einfach nur die Dinge, die uns im Weg stehen. Ich möchte hinzufügen zu dem, was er sagt, diese Selbstannullierung bringt uns zum richtigen Gebet, das aus dem Herzen herauskommt, zu dieser Bitte zum Schöpfer. Denn er hat mir dieses Ego gegeben und er muss mir helfen, mich zu annullieren und die Freundinnen als groß zu sehen und zu sehen, dass hinter ihnen der Schöpfer befindet. Und auch damit er mir hilft, der Schöpfer, damit das passiert, muss er mein Chisaron fühlen. Denn nur dann kann dieses Gebet in mir sich erheben. Und es ist schwer, zu diesem richtigen Gebet zu kommen, zu diesem Gebet der vielen. Und zuerst brauchen wir dieses gemeinsame Verlangen. Und wir müssen spüren, dass wir uns eigentlich nicht annullieren können. Und wir brauchen einander. Wir sind abhängig eine von der anderen in der Gruppe. Nächste. Diese tiefe Arbeit der Annullierung, die mir vielmals zeigt, dass mein Ego nicht interessiert ist daran. Und wir sehen in der Lektion, wenn das Ego nicht will, dann musst du es gegen die Zähne, eine auf die Zähne geben, um es aufzuwecken, damit es zurückgeht zum Palast des Königs. Nächste Freundin, hört man nicht? Oh, now we're ready for a silent workshop question. Nun sind wir bereit für einen leisen Workshop. Wie können wir uns innerhalb der Lektion annullieren, damit wir die Liebe zwischen uns fühlen können? Und jetzt der stille Workshop. Lasst uns unsere Herzen verbinden und den Schöpfer bitten, dass er uns die Kraft gibt, uns zu annullieren während der Lektion, damit sich die Liebe zu den Freunden zwischen uns enthüllen kann. Stiller Workshop. Shalom dem ganzen Weltkli und von Freunden von aller Welt. Rav spricht den ganzen Tag, er kann jetzt diesen Unterricht leider nicht machen. Wir werden diesen Unterricht gemeinsam, Moshi und ich, moderieren. Wir haben einige Texte, die wir lesen möchten. Wir haben auch Workshop-Fragen und wir werden diesen Unterricht so nehmen, als wäre Rav hier mit uns. Wir lesen den ersten Text. Der erste Text ist Bitul, und also Annullierung und
Überwindung. Erster Text, Rabash, Artikel 2, Zweck der Gesellschaft. Da der Mensch mit einem Kli namens Selbstliebe geschaffen wurde, bei dem man nicht sieht, dass eine Handlung zum Selbstnutzen führt, hat man keine Motivation, auch nur die geringste Bewegung zu machen. Und ohne die Selbstliebe aufzuheben, ist es unmöglich, Dvekut mit dem Schöpfer zu erreichen, was Gleichwertigkeit der Form bedeuten wird, Gleichheit der Form. Und da dies gegen unsere Natur verstößt, brauchen wir eine Gesellschaft, die eine große Kraft bildet, damit wir gemeinsam daran arbeiten können, den Willen zu empfangen, genannt das Böse, aufzuheben, da dies die Erreichung des Ziels behindert, für das der Mensch geschaffen wurde. Aus diesem Grund muss die Gesellschaft, die aus Individuen besteht, einstimmig zustimmen, dass sie dies erreichen wollen und müssen. Dann werden alle Individuen zu einer großen Kraft, die gegen sich selbst kämpfen, da jeder in jeden anderen integriert ist. Somit basiert jeder Mensch auf dem großen Wunsch, das Ziel zu erreichen. Um ineinander integriert zu werden, sollte sich jede Person vor den anderen annullieren. Dies geschieht, indem jeder die Verdienste der Freunde und nicht ihre Fehler sieht. Und wer denkt, dass er etwas höher als seine Freunde ist, kann sich Quarsho nicht mit ihnen vereinen. Jetzt kommt die Frage im Workshop. Wie kann man ein Beispiel sein? Praktisch, wie annullieren wir uns? Was müssen wir annullieren vor unseren Freunden im Zehner? Was bedeutet es, dort annulliert zu sein? Sí, que yo veo grande a las amigas que solamente a través de la anulación y de ver. Ja, wenn ich meine Freundinnen als groß sehe, die sich, das geht nur durch die Annullierung und indem ich mich selbst als klein sehe und sie als groß. Der Schöpfer hat mich hier an diesen Punkt gebracht, um das Ziel zu erreichen. Und nur indem ich, das kann ich nur machen, indem ich in der Gruppe arbeite. Die Gruppe hilft mir, aus mir selbst herauszutreten. Und das ist die Kraft, die ich erhalte, weiterzugehen. Gegen die Kräfte, die mich auf mich selbst konzentrieren. Ich annulliere mich, weil ich aus mir auch herauswachsen kann. Ja, diese Annullierung kommt dann erst, wenn ich mich in einer Gesellschaft befinde, in der wir alle das gleiche Ziel haben. Nur wenn ich euch alle als groß sehen kann, wenn ich mich als Kleinste hier ansehe und ich bin die kleinste Sephira hier zwischen euch und so können wir den Schöpfer erreichen. Nächste Freundin. Ja, und wir denken über das Ziel nach als das einzig Wichtige in unserem Leben und dass wir alle zusammen sind, um die Bereitschaft zu haben, die Anstrengung zu unternehmen, uns zu integrieren und in der Gruppe einzuschmelzen. Ich möchte hinzufügen, dass dieser Teil, der uns hilft, zur Annullierung zu kommen, indem ich zu einer Null werde zwischen den Freundinnen, ist, wenn ich mich verschmelze vollständig mit meinen Freundinnen und mich selbst nicht mehr spüre. Nächste. Mich zu erinnern, dass mein Zehner
Mein Weg ist, mich mit dem Schöpfer zu verbinden, mein Werkzeug. Und solange ich mir selbst gestatte, ihnen zu folgen, können wir dieses Ziel erreichen. Und wenn jeder von uns die Hand des Freundes nimmt, weil wir zusammenarbeiten wollen und wir wollen arbeiten wie ein Körper, so dass wir uns anstrengen können in dieser Arbeit der Annullierung, ich will, dass alle meine Anstrengungen in Richtung der Arbeit zur Liebe zu meiner Freundin kommen. Diese Annullierung geht gegen unsere Natur und das ist schwierige Arbeit. Doch wir haben große Freundinnen, vor der wir uns verannullieren können. Und nur gemeinsam in einer starken Umgebung können wir dies machen, können wir zu diesem gemeinsamen Ziel gelangen, das die Annullierung ist. Die Annullierung ist, etwas wahrzunehmen, das nicht ich ist. Ich sehe mich normalerweise die ganze Zeit, was ich will und was ich brauche. Und jetzt zusammen sind wir etwas anderes. Die Gruppe nimmt uns und macht uns bereit und fähig, diese Kraft zu spüren, dass wenn wir uns nicht annullieren in diesem Umfeld und in dem Maß, in dem unsere Freunde, in dem wir fühlen die Liebe zu unseren Freunden, in diesem Maß können wir ihnen die gleiche Liebe zurückgeben. Die Freunde umarmen uns mit Liebe und mit Freude in dem Moment, wo wir eindringen in die Gruppe, damit alle diese Liebe fühlen und dieses Geben fühlen können. Denn wir müssen es machen in praktischen Handlungen, passiert das am besten. Nächste Freundin. Ja, und um noch hinzuzufügen, es gibt keine Bedeutung für die innere Arbeit, ohne den Freunden zu zeigen, dass sie der Grund sind, dass ich all diese Arbeit mache. Und durch diese Arbeit höre ich auf zu existieren, so damit der Zehner existieren kann. Ich kann nicht für mich selbst existieren und geben, nur für die Gruppe. Ja, und in jedem Moment soll man sich daran erinnern, was ist unser Ziel? Was ist der Grund, warum ich in dieser Arbeit der Annullierung mich befinde? Was ist das Ziel? Ganz einfach. Das ist die Arbeit. Denn wenn ich mich nicht weiterentwickle, können sich meine Freundinnen auch nicht weiterentwickeln. Das ist eine egoistische Handlung und ich muss etwas Entgegengesetztes machen. Wir machen jetzt einen Clip von Rav und dann hören wir eine weitere Frage des Workshops. Es hängt von eurer Verbindung ab. Ihr habt eine Kraft, jeder in euch, aber zusammen könnt ihr diese Definition des Gebens entwickeln. Versucht euch zu verbinden. Es ist alles vor euch. Ich hoffe wirklich, dass wir in einen Zustand kommen, eine neue Ära, eine neue Menschheit, wo die Kraft der Frauen weit expandiert und wir werden fühlen, wie sehr wir im Bezug zu den Männern, dass die Männer die fühlen, dass sie die Frauenkraft brauchen, um sich zu entwickeln. Wir studieren die sozialen Schriften des Rabash und alle sozialen Texte. Wir haben einen großen Part im Archiv und wir werden nächstes Mal darüber sprechen. Also unsere Frage ist jetzt, wie sehr fühlen wir, dass wir nicht verbunden sind? Und was machen wir, um zu erfüllen, was Rav von uns erwartet? Nochmal die Frage, wie sehr
fühlen wir, dass wir in Wirklichkeit nicht verbunden sind? Und was machen wir, um uns wirklich zu verbinden? Buenos. Siento que no estamos conectadas en ese mismo deseo por alcanzar juntas. Ich fühle, dass wir nicht verbunden sind, dass wir verbunden sind mit dem Verlangen, das Ziel zu erreichen. Wir müssen uns also anstrengen, uns ineinander einzuschließen und zu integrieren. Nächster Freund. Wir fühlen, dass diese Form, in der wir uns eigentlich nicht wirklich verbinden wollen mit unseren Freunden, wir müssen uns in Wirklichkeit vom Schöpfer bitten, dass er uns hilft, diese Arbeit zu machen im Zehner und in der Gruppe. Nächste Freundin. Ja, um hinzuzufügen, nur wenn wir in der Gruppe sind, will ich wissen, wie die Unterschiede sind, wie weit entfernt ich bin von den anderen. Und dann kann ich sehen, wie weit ich entfernt bin vom Schöpfer. Ja, und wenn ich diesen bitteren Geschmack fühle, dann spüre ich diesen Abstand, den es gibt zwischen mir und meinen Freundinnen. Und dann braucht man diese Anstrengung, diese tiefe Anstrengung, und wir müssen uns konzentrieren auf diese Bitte, denn unser Verlangen hat sich erweitert und vergrößert. Und je mehr ich mich sehne nach dieser Verbindung, so wird auch mein Gebet sich vergrößern. Und das bedeutet, dass wir uns über den Verstand erheben müssen und uns zur Gruppe verbinden müssen. Nächste Freundin. Ich würde gerne hinzufügen, dass mir auffällt, dass ich mich nicht annulliere. Wenn ich mich selbst betrachte und nicht die Freunde, ich muss aus mir heraustreten, um in den Freunden zu sein. Das ist wie eine optische Arbeit. In der Arbeit im Zehner meinen Fokus auf den Zehner zu lenken, anstatt auf mich selbst bezogen zu sein, wie ich meine Unverbundenheit enthülle, wie ich spüre, dass ich es nicht überprüfe, nicht fertig bin, nicht bereit bin, mich auf eure Verlangen zu konzentrieren. Und dann merke ich, dass ich nicht verbunden bin. Und wenn ich in Anhaftung mit euch bin und wenn ich mit meinem ganzen Herzen bitte, aus dieser Unverbundenheit herauszutreten, wie kann man in jedem Moment messen, ob wir, ich mit meinen Freundinnen, wirklich, dass wir 24 Stunden am Tag die Arbeit machen. Und manchmal haben wir nur 18 Stunden. Da gibt es viele Anstrengungen, viele Schwierigkeiten, viele Ablenkungen. Aber ich habe eine Szene, ich habe eine Gruppe und ich muss mich daran erinnern, dass die alle voller Anstrengungen sind und bitten. Und ich muss fühlen, als wäre ich deren Mutter, die die ganze Zeit bittet für ihre Kinder. Und die bittet um dieses spirituelle Essen für ihre Kinder. Und das wird uns verpflichten, diese Anstrengung zu machen. Aber meine Freunde, sie helfen mir zu enthüllen, dass ich diese Arbeit noch nicht wirklich mache. Nächste Freundin. Ja, ich fühle das auch, dass wir dankbar sein müssen
die Größe des Schöpfers und des Zieles zu erreichen, diese Gedanken zu verbinden und diese Gefühle, die uns ein Unwohlsein einjagen. Und ich will diese Kraft des Schöpfers spüren und ich schnappe das und laufe damit zum Zehner. In den Chat oder ich schreibe Nachrichten und ich erinnere mich und alle Freunde, dass ich in diesem Verlangen und dem, aufs Ziel ausgerichtet sein muss. Ja, dies ist das Gefühl von Glück. Wir haben so ein Glück. Die ganze Zeit fühlen wir, dass wir großartig sind und vollkommen sind. Und dann haben wir kein Verlangen nach dem Licht. Und wir haben ein großes Glück in dem Moment. Sí, únicamente las amigas son las que me dan esa pauta para saber si. Ja, nur die Freunde geben mir die Zeichen zu sehen, ob ich verbunden bin oder unverbunden und gleichzeitig mit dem Schöpfer, wie eine Mutter. Okay, zweiter Artikel, Rabash, über die Liebe zu den Freunden. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Gesellschaft auf der Grundlage der Liebe zu den Freunden gegründet wurde, damit jedes Mitglied von der Gruppe, von der Gesellschaft, die Liebe zu den anderen und den Hass auf sich selbst erhält. Und damit er sieht, dass sein Freund sich bemüht, sich selbst zu annullieren und andere zu lieben, das führt dazu, dass jeder in die Absichten seiner Freunde integriert ist. Wenn die Gesellschaft zum Beispiel aus 10 Teilen besteht, hat jeder 10 Kräfte, die sich damit beschäftigen, die Selbstannullierung praktizieren und den Selbsthass und sich bemühen, zur Liebe zu den Nächsten zu gelangen. Nochmal, wir müssen uns daran erinnern, dass die Gesellschaft auf der Grundlage der Liebe zum Nächsten gegründet wurde, damit jedes Mitglied der Gruppe die Liebe zu den anderen und den Hass auf sich selbst erhält. Und um zu sehen, dass sein Freund sich bemüht, sich selbst zu annullieren und andere zu lieben, führt dazu, dass jeder in die Absichten seiner Freunde integriert ist. Wenn zum Beispiel die Gesellschaft aus 10 Mitgliedern besteht, aus 10 Teilen, hat jeder 10 Kräfte, den Selbsthass zu praktizieren und die Liebe zu den Freunden zu erlernen. Nächste Frage für den Workshop. Was bedeutet der Versuch, sich zu annullieren und den Selbsthass zu fühlen? Was bedeutet es, sich selbst zu annullieren und in die Liebe zu den Freunden zu investieren? Erzählt uns in 2 Stufen. Sí, yo creo que lo que obtenemos es esa fuerza del grupo de la decena. Was wir haben, ist diese Kraft der Gruppe, die Kraft des Zehners, den jeder einzelne der Freundinnen versucht, sich zu annullieren. Nächste. Diese Anstrengungen, die Freunde zu leben, ist die konstante Anstrengung, die wir machen müssen in unserem Zehner. Weil nur in der Gruppe, in der alle annulliert sind, alle Freunde ihre Kräfte annullieren und in Richtung des Zieles ausrichten. Für mich hat es sehr geholfen, die Anstrengungen meiner Freundinnen zu sehen. Zu sehen, dass es ihnen nicht einfach ist, wie sehr sie sich versuchen, über ihre eigenen Qualitäten zu erheben, über ihre
Routine über ihr Leben sich zu erheben. Das hilft mir sehr, an meinem Weg weiterzukommen. Nächste Freundin. Si veo grande a la amiga y si veo que ella de verdad se está esforzando por esa. Ja, wenn ich die Freunde groß sehe, wenn ich sehe, dass sie sich wirklich anstrengt, sich zu annullieren, dann gibt mir das ganz viel Motivation, ganz viel Kraft, die Handlungen der Freunde zu sehen, dass sie groß sind. Und von dort kann ich fühlen, wie klein ich bin und wie groß sie sind. Und ich will so sein wie sie, wie eine Mutter. Wie ein kleines Mädchen, das versucht zu imitieren, wie ihre Mutter handelt. Und zu sehen, dass die Freunde groß sind und zu sein wie sie. De alguna manera representa esa fuerza y ese deseo por incluirnos en el grupo y por hacer. Ich fühle, wie ich mich in der Gruppe integrieren muss und die Anstrengungen machen muss, damit wir erreichen können, was die anderen schon erreicht haben und was uns erscheint, als hätten es die Freundinnen schon erreicht und wir noch nicht. Denn es ist so wichtig, in dieser Prüfung ständig zu sein, wo bin ich und was bekomme ich von meiner Umgebung, welches Benehmen, welche Vorstellungen, dieses Spiel müssen wir spielen. Und am Schluss, nur durch die Umgebung, kann ich die richtige Auferweckung bekommen. Was hilft uns zu annullieren? All die Anstrengungen in der Arbeit, das ist der erste Teil. Und zu wissen, dass diese Anstrengungen in unserer Annullierung eine Möglichkeit sind, mit den Freunden zu arbeiten, damit sie sich entwickeln können. Se cerró mi micro, perdón. La ganancia es mucha y más cuando. Seit mein Mikrofon ist ausgegangen. Wir erreichen, wir erlangen viel mehr in dem Moment, wo wir uns gemeinsam befinden in diesem Kreis, in diesem gemeinsamen, in dieser gemeinsamen Anstrengung. Denn es zählt sich zusammen mehr und mehr und mehr Anstrengungen. Wenn wir wissen, dass wir eigentlich nur ein Teil von etwas Vollkommenem sind. Denn das ist diese unaufhörliche Arbeit, damit wir alle gemeinsam zum Ziel gelangen. Nächste. Ja, weil wir so durch diese Selbstannullierung zu einem Punkt gelangen, an dem die ganze Gruppe, alle Zehner, durch diese Annullierung in die Liebe zu den Freunden gelangen, welche der Sinn unserer Gruppe und des Zehners ist. Und durch diesen Versuch, uns zu annullieren, wir sehen, dass es sehr, sehr harte Arbeit ist. Es ist nicht so einfach. Aber wenn wir abhängig sind vom Zehner, dann können wir die Arbeit gemeinsam machen und die Liebe zu den Freunden erreichen, weil wir uns alle annullieren und wir fokussieren uns auf das Ziel und wir geben dem Schöpfer Freude damit. Wir brauchen beide diese Zustände, um die Kraft zu erlangen, durch die, in dem Moment, in dem wir uns annullieren, wir dieses Gefühl kriegen können, wie kann ich den anderen fühlen, dass ich nicht mehr mich selbst liebe, sondern den anderen. Wir brauchen dadurch beides. Lasst uns noch einen weiteren Clip von Raf anschauen und da gibt er uns schon die Antwort für die nächste Frage. Denn was der Schöpfer von uns will, lernen wir in der Weisheit der Kabbalah. Er will nur eine einzige Sache von uns. Über unserem Ego, obwohl alle, entgegen allen Hindernissen, die unser Ego uns bereitet, in jedem Einzelnen von uns,
uns darüber zu erheben und dann zu verbinden. Egal was passiert, wir werden uns verbinden. Und in unserer Verbindung wird jetzt die Enthüllung des Schöpfers passieren. Stellt euch vor, wie viel einfacher es ist, für die Männer sich zu verbinden, als für die Frauen. Wenn die Frauen sich verbinden, dann wird der Schöpfer in ihnen enthüllt werden, auf eine vielfach stärkere Art und Weise, als es zwischen den Männern passiert. Macht eine Anstrengung. Bemüht euch, weil es ist es absolut wert. Der Schöpfer wird enthüllt werden und er wird glücklich sein, zwischen euch zu fließen, auf eine viel stärkere Art und Weise, als es den Männern passiert. Die Frage ist, wie sollen wir uns darauf vorbereiten, uns zu überheben über alle Herausforderungen, alle Hindernisse? Wie sollen wir uns darauf vorbereiten, uns darüber zu erheben, über alle Herausforderungen, um uns über ihn zu verbinden? Pues es un esfuerzo constante y realmente tenemos que estar invirtiendo a cada momento dentro de. Es ist eine konstante Anstrengung und wir müssen jeden Moment investieren in die Gruppe, in den Zehner. Und nur wenn wir die Wichtigkeit des Zieles erheben, die Vorbereitung passiert in unserem Zehner, genau dort, wo diese unaufhörliche Anstrengung passiert, in jedem Zustand, müssen wir uns daran erinnern, an die Wichtigkeit des Zieles. Und nur so können wir dieses Ziel erreichen. Ich fühle, dass die Vorbereitung, die am signifikantesten sind vor den Lektionen, ist natürlich in den Lektionen zu sein, aber die Fähigkeit zu haben, die Möglichkeit in den Lektionen zu sein, es gibt uns etwas, das uns hilft, uns über die Schwierigkeiten zu erheben. Ja, Freundinnen, ich stimme euch zu. Ich glaube, dass das Wichtigste ist die richtige Vorbereitung und die passiert in den Lektionen. Und das ist passiert in der Wichtigkeit des Zieles, Wichtigkeit der Freundinnen und des Schöpfers. Und so kann ich loswerden, diese Herausforderungen. Es sind nämlich Herausforderungen meines Egos. Und nur mit der richtigen Umgebung kann ich etwas Höheres anziehen an mich. In der Vorbereitung, neben der Wichtigkeit, diese Medizin zu erhalten, die täglichen Vitamine, die die Lektionen uns geben, in der Gruppe hilft uns die Gruppe, alles auszuführen und weiterzumachen in dieser Arbeit auf der Stufe, auf der wir uns befinden. So viel sind wir in der Lage beizusteuern zu der Entwicklung des Zehners. Ich glaube, das ist die schlimmste Sünde, spirituell gesehen, wenn wir nicht in der Lektion sind und nicht mit den Freunden, weil ohne diese Verpflichtung gibt es keine Realisation des Zieles, für das wir uns versammelt haben. Ja, Freundinnen, die Vorbereitung ist sehr wichtig, wenn nicht das Wichtigste überhaupt. Und dies kann ich nur erlangen durch meinen Zehner und den Büchern und unserem Rav. Und in dieser Art und Weise enthülle ich, wie sehr ich mich vorbereitet habe, um mich zu erheben über meine Herausforderungen. Und dies wird mich dann leiten zu einer weiteren Vorbereitung, die unaufhörlich ist, von dem ersten Gedanken in der Früh
wieder mein Zehner sein soll, bis zum letzten Gedanken vom Schlafen gehen, der auch der Zehner sein sollte. Und dies ist die richtige Vorbereitung. Ja, und ich fühle auch, dass viele von uns viel Verständnis haben. Was ist das System? Viele Quellen, viele Möglichkeiten, viele Werkzeuge, uns zu entwickeln. Es gibt uns viel Kraft, weil das ist eine praktische Arbeit, wo wir den Freunden geben können. Wir haben das schon gesagt, wir haben die Bücher, wir haben die Lektionen und wir machen unsere Arbeit. Wir tun kleine Handlungen der Verbreitung und es gibt ganz viele Dinge, die gemacht werden können und es hilft uns, um mein Ego in das Geben zu verwandeln, den anderen gegenüber. Wir müssen uns da immer daran erinnern, dass die Größe der Freundinnen hilft uns, das Ziel unseres Lebens zu erreichen. Und diese Vorbereitung wird mehr und mehr zur zweiten Natur. Wir investieren in dieses Verlangen, mit dem Zehner zu sein und in all unseren Handlungen, die wir machen im Bnei Baruch, ohne dass wir überhaupt es merken. Aber mehr und mehr sehen wir, dass diese Vorbereitung zu unserer Gewohnheit wird und zu unserer zweiten Natur. Wir haben uns schon daran gewöhnt, dies so zu machen. Und dieser Teil unseres Lebens führt uns in die richtige Umgebung. La fuerza que nos va trayendo estos pequeños hábitos y que sí, como coincido mucho, ya después los va sintiendo. Diese Kraft unserer Gewohnheiten, wir sehen bereits, dass diese Gewohnheiten uns das Gefühl geben, dass wir nachher etwas vermissen, weil die Störungen sind endlos, wie die 99%. Es hilft mir, die Bücher zu lesen, die Quelltexte. Ja, ich stimme euch zu, Freundinnen. Diese Gewohnheiten werden zur zweiten Natur. Und wir beginnen mit einer großen Anstrengung und dann langsam, langsam. Es wird so wie der, zum Beispiel der Unterricht für mich wird zum Essen, wie zu etwas, was man ganz dringend braucht. Etwas, was täglich Teil meines Lebens ist. Natürlich gehe ich zur Lektion für mich selbst, weil ich das brauche, weil vielleicht möchte ich meinem Ego Freude bereiten, aber am Ende des Tages bemerke ich, dass ich dies auch tue für meine Freundinnen und für sie. Denn ich fühle, sie brauchen mich, denn und dadurch spüren wir, dass jeden Tag müssen wir uns erheben über dieses Ego. Wir gehen über unser Ego hinweg, hinauf, steigen auf als Teil unseres Glaubens über dem Verstand und was auch immer mein Verlangen ist, was mein Verstand auch immer mir sagen will. Ich gehe entgegen des Zieles, welches die Anhaftung zu den Freunden ist, um dem Schöpfer nahe zu sein. An den nächsten Text von Rabash, verschiedene Anmerkungen, Artikel 824. Internität und Externität. Wenn man sich von vor seinem Freund annullieren muss, wird dies nicht als wahre Annullierung angesehen. Es sei denn, dies geschieht auf zwei Arten, in Gedanken und in Handlungen. Es ist nicht unbedingt die Handlung, aber es sollte auch seine Ansicht aufheben und sagen, dass die Ansicht eines Freundes wichtiger ist als seine eigene. Andernfalls wird dies nicht als nichtige Erklärung angesehen. Wenn er seinem Freund einen Annullierungsakt zeigt und zeigt, dass es sich annulliert,
ist dies nichts anderes als ein Kribbeln, wobei er außen zeigt, dass sein Freund wichtiger ist. Aber tief im Inneren weiß er, dass sein Freund nicht halb so gut ist wie er. Nochmal, Rabash, Artikel 824. Wenn man sich vor seinem Freund annullieren muss, wird dies nicht als wahre Annullierung angesehen. Es sei denn, dies geschieht auf zwei Arten, in Gedanken und in Handlungen. Es ist nicht unbedingt die Handlung, aber es sollte auch seine Ansicht annullieren und sagen, dass die Ansicht seines Freundes wichtiger ist als die eigene. Andernfalls wird dies als nichtige Erklärung angesehen. Wenn er sich vor seinem Freund annulliert, ist dies nichts anderes als ein Kribbeln, wo von außen zeigt, dass sein Freund wichtiger ist. Aber tief im Inneren weiß er, dass sein Freund nicht halb so gut ist wie er. Die Frage, was ist dieser Abstand zwischen dem inneren Annullieren und dem äußerlichen Annullieren? Was ist diese Differenz zwischen dem inneren Annullieren und dem äußeren Annullieren, das wir brauchen für die spirituelle Entwicklung? Ich glaube, dass die Größe, die wir brauchen, um in diesem Gedanken zu sein, ist, dass wir nur gemeinsam uns erheben können über alles und dieses Gebet erheben können. Ich fühle das wirklich dieses Mal und hier, dass es die wichtigste Arbeit zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit, so wie ich den Text verstanden habe, können wir das sagen, aus dem Inneren geht es nach draußen, so wie wir die Freunde groß sehen, weil wir fühlen diese Äußerlichkeit, aber nur durch unsere innere Arbeit, die uns ermöglicht, die Freunde groß zu sehen. Was für ein schöner Text, das ist so kurz, aber sehr stark. Ich stimme zu meinen Freundinnen, es gibt wirklich einen großen Unterschied zwischen der inneren Arbeit und dem, was wir, und das schon ein Teil von uns ist und wie sehr wir uns schon entwickelt haben und wie sehr wir uns schon verbunden haben und wirklich schon die Annullierung unserer Freundinnen sehen und fühlen können und die Freundinnen fühlen können. Und wenn wir unsere Freundinnen fühlen, dann spüren wir eigentlich auch uns selbst, wie sehr wir noch unverbunden sind. Und dieser Unterschied, denn die Arbeit passiert in den Absichten. Nächste Freundin. Ja, ich würde noch hinzufügen, dass genau die Entwicklung zwischen rechts und links passiert. Ich kann Handlungen machen, aber wenn mein Inneres nicht mit der Handlung übereinstimmt, dann gibt es keine Entwicklung. Wir müssen zwischen Gedanken und Handlungen navigieren, wie der Text sagt. Ja, und in dieser Weiterentwicklung, über die wir sprechen, entwickeln wir uns eigentlich weiter im Mangel, im Chisaron, und spüren diesen Unterschied noch viel mehr. Was bedeutet eigentlich unseren Chisaron, unseren Mangel noch viel mehr? Und das, was uns dieser Chisaron zeigt, erweitert unser Verlangen. Und unser Verlangen, diesen Unterschied zwischen links und rechts eigentlich zu verkleinern. Und dadurch erhebt sich das Gebet, das wahre Gebet. Definitiv. Die Zwischenräume zwischen der Innerlichkeit und der Äußerlichkeit bringen mich zu diesem Spiel, über das der Rav die ganze Zeit spricht, das Spiel zu glauben, dass der Freund schon korrigiert ist
Und das ist etwas, das in mir nicht wirklich überzeugt ist, aber das Spiel ist wichtig. Ich glaube, dass mein Freund korrigiert ist, meine Freundin korrigiert ist. Also von außen präsentiere ich und zeige, dass ich das glaube. Und ich füge die Kraft der Äußerlichkeit hinzu, indem ich mich annulliere und innerlich versuche ich, meine egoistischen Teile auszulöschen. Und nun möchten wir eine weitere Frage stellen, die von uns fordert dann noch eine tiefere Verbindung im Zehner. Wir möchten nun auch hören, die Zehner, was sie glauben am Schluss. Die Frage ist die folgende. Nun, lasst uns gemeinsam bilden, jeder Zehner für sich selbst und wir gemeinsam eine Bitte an den Schöpfer. Lasst uns gemeinsam im Zehner bilden, jeder Zehner für sich und gemeinsam ein Gebet an den Schöpfer, damit er uns hilft in der Verbindung zwischen uns und wir ihm dadurch Freude bereiten können. Lasst uns dies nun gemeinsam bilden, ein solches Gebet, eine solche Bitte an den Schöpfer. Dass er uns gibt die Kraft, die über unseren Verstand hinaufzusteigen. Und uns zu helfen, diese Annullierung im Zehner zu erreichen. Aber damit diese Annullierung auch wirklich in unseren Gedanken und in unseren Handlungen stattfindet, damit wir dem Schöpfer Freude bereiten können. Ich bitte, dass er uns das richtige Verlangen gibt, uns einander anzunähern, eine zur anderen. Ja, dass er uns helfen wird, uns über unser Ego zu erheben, denn nur er kann uns helfen. Ja, hilf uns, diese Situation richtig zu handhaben, klein zu sein, und die Größe zu sehen, damit wir Verantwortung für unsere Freunde übernehmen können und für das ganze Weltkli, für die ganze Menschheit. Ja, Schöpfer, das Einzige, was ich von dir bitte, ist, gib meinen Freundinnen alles. Und nimm von ihnen alle Schwierigkeiten, denn sie sind die Größten. Sie sind das Ziel meines Lebens und ohne sie wäre ich nicht hier, um von dir bitten zu können, Schöpfer. Schöpfer, ich bitte dich, mir zu gestatten, die Freunde, damit ich in der Lage bin, deren Hände zu halten, vorwärts zu schreiten mit ihnen, und ihnen zu helfen, um ein Kreis zu werden von einer Frau. Und wir bitten dich, wir fordern von dir, uns die Qualität des Gebens zu geben, damit wir das in uns fühlen, in jeder einzelnen von uns. Und wir sehnen uns danach, dass du enthüllt werden wirst in allen Punkten des Herzens, ja, er soll uns das Gefühl, dass es Kraft geben, dass er uns helfen, uns zu erheben über unsere Natur. Wir wollen diese Natur nicht. Wir wollen dieses Gebet erheben, damit er uns enthüllt, korrigiert und dass er uns erhebt über unsere Natur. Und dadurch wollen wir
dir Freude bereiten, damit und wir will dich kennenlernen. Die Kraft, die Stärke, deinen Freund größer zu sehen als mich. Und erlaube uns, einzuschmelzen in diese eine Frau, damit wir dir Freude bereiten können. Ja, und jetzt bitten wir euch, die Fragezeichen anzuschalten für jeden Zehner, der uns erzählen möchte oder teilen möchte mit uns deren Gebet. Wir sehen noch keine Fragezeichen, aber sicher sehen wir die gleich. Wer möchte das Gebet mit uns teilen? Ja. Ah, okay, gut. Women USA Northeast, bitteschön. Ja, wir hören euch. Okay. Wir sehen uns selbst wie ein Ton, der in den Händen des Schöpfers liegt, und wir fordern die Kraft des Gebetes und annullieren uns um im Zehner, indem wir kein Selbst mehr haben, sondern wir sind der Freund. Wir annullieren uns und geben dem Schöpfer Freude und wir verbinden uns und fokussieren uns auf das Ziel, füllen einander. Und das Licht hilft uns, und wir bitten auch um die Fähigkeit, nicht nur um das Verlangen, nicht nur auf uns selbst ausgerichtet zu sein, sondern auf den Schöpfer, um Verantwortung für die Menschheit zu übernehmen. Dankeschön. Chaver 1. Women, Chaver 1. An alle Punkte im Herzen, gib uns die Kraft, immer die Wichtigkeit des Zieles zu sehen, was wir sehen, was wir tun müssen, was der halbe Scheckel ist und was wir fordern müssen, damit er den halben Scheckel hinzufügt und das, die Arbeit für uns beendet, damit wir in Dankbarkeit sein können. Großartig, Women aus Kasachstan. Kasachstan, bitte. И просим также, чтобы Творец помог нам в наших усилиях. Wir bitten, dass der Schöpfer uns helfen wird, damit wir unsere Verlangen so verteilen können, dass wir das so managen können, dass wir vorbereitet sind auf unsere Zähne. Auf das Gebet. Afrika. Hallo, wir würden gerne sagen, möge der Schöpfer uns zeigen, wie wir anderen geben können mit der richtigen Absicht, um dem Schöpfer Freude zu bereiten. L'chaim. Toda, Women Toronto 1. Women Toronto 1. Toda. Dear Creator, mind the gap. Help us. Lieber Schöpfer, sehe unsere Unterschiede. Hilf uns als Frauen, uns zu verbinden, wie wir es wissen, um der ganzen Welt diese Verbindung weiterzugeben. Wir haben heute eine wundervolle Verbindung gefühlt und wir möchten dies weitergeben an die Welt. Wir möchten ein Teil dieser ganzen Kreation sein. Und der Schöpfer steht hinter jedem einzelnen Freund. Du, Schöpfer, danke für die Möglichkeit und danke dafür, dass wir dich bitten können, Liebe zu dieser ganzen Licht zu der ganzen Welt zu bringen. Was für eine wundervolle Verbindung in dieser ganzen Welt. Lasst uns nun die Freundinnen aus Chile hören. Geliebter Schöpfer, wir danken dir. Gib uns die Kraft, Licht in die Welt zu bringen, dich zu enthüllen, die Wichtigkeit der Freunde zu enthüllen und unsere Verbindung. Frauen aus Haifa 1.
Hört man mich? Unsere Bitte an den Schöpfer ist, dass er uns es ermöglicht, wirklich in Verbindung zu sein, dass er uns die richtigen Absichten gibt. Wir haben heute Abend einen wichtigen Abend der Verbreitung an das 99% und dass wir die ganze Zeit in einer Bitte an ihn sind, im richtigen Gebet an ihn. Danke, UK, Frauen. Ja, unser Gebet ist einfach. Wir beten für die Freunde, ihnen die Kräfte zu geben, über den Verstand zu gehen, damit sie sich auch annullieren können, damit sie das Licht anziehen, indem sie dem Schöpfer Freude bereiten und der Menschheit das Licht weitergeben. Ihr macht das so schön kurz und ganz auf den Punkt gebracht. Argentinien, Frauen Argentinien. Hola a todos. Gracias, Creador, por darnos la oportunidad de trabajar. Shalom euch allen. Danke, Schöpfer. Danke, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, als eine gemeinsame Frau zu arbeiten. Und wir wünschen uns, dass das Licht kommt und hier Ordnung macht. Und dass wir die Kraft haben, uns zu annullieren und zu korrigieren und dir Freude zu bereiten. Wir bitten dich, gib uns die Kraft zu geben. Und die uns zu verbinden, damit wir die Verbindung an die ganze Menschheit weitergeben können. Wir hätten, wie er sagt, wir hätten so gerne euch alle gehört, aber wir haben leider die Zeit ist schon ausgehört, nur noch Latin 10. Frauen. Altísimo Creador, gracias por la conexión con tu fuerza. Llegaremos a nuestro propósito siempre. Großer Schöpfer, danke für die Verbindung und deine Kraft. Dank deiner Kraft erlangen wir das Ziel. Wir sind in einem Verlangen, in einer Frau. Wir wollen so weitermachen und dir Freude bringen. Amen. Damit müssen wir den Unterricht schon beenden. Und wir müssen nehmen, lass uns diese Kraft nehmen in die ganze Woche. So toll, wie viele sich verbunden haben und wir sind uns sicher, dass je mehr wir uns untereinander verbinden, also wird auch die Quantität wachsen. Lasst uns nun erheben für uns alle, wir beenden unseren Unterricht im Lied. Jetzt gleich nach dem Unterricht haben wir eine gemeinsame Seuda und eine Yeshivat HaChaverot, eine weltweite, die um 7:30 Uhr beginnt. Also Lied und danke euch allen. Somewhere in the still of the night, a whisper of love awakens inside. Somewhere in the dark there's a flame, a light in our hearts, guiding us through the pain. Years of chasing after the wind, but the treasures of life are hidden within. The answer will come down from above, piecing all of the world in one vision of love. And from our hearts we sing one song, as one in the rhythm of life. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of love. Melody rises with the sun from the silence that came and calls everyone. United here we stand with one voice, a time to give thanks, a time to rejoice. Everything is
is clear to see, and the walls are no more between them and me. Together in this ocean of love.